Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay. Und da habe ich mir einen Panzer ausgesucht, der jetzt ganz neu mit dem Patch gestern erschienen ist, dem WZ-111-5A. Dabei handelt es sich um einen neuen Tier 10 chinesischen Panzer. Für alle, die den haben wollen, der kommt vom 9er, kann man sich den frisch erspielen. Aber natürlich gibt es schon die ersten, die schon die Erfahrung gesammelt hatten und sich den direkt natürlich gegönnt haben. Die Leute haben den 113er behalten und konnten sich jetzt den eben dazu erspielen. Ja, was ist zu dem Panzer zu sagen? Hier vorne, in dem Bereich hat er so immer um die 214 Panzerung. Also das heißt, man kommt da eigentlich ganz gut durch. Auch der Turm selber ist natürlich hier zwar ein bisschen härter, aber auch an den Kuppeln kommt man da ordentlich durch. Also so weit ist der schon durchdringbar. Aber man darf ihn nicht unterschätzen, weil wenn er mal richtig gestellt ist, dann prallt dann doch mal das eine oder andere ab. Das auf jeden Fall. Und der ist wahnsinnig mobil. Sieht man hier, 50 km/h. Da geht er schon gut ab. Die Kanone selber auch sehr, sehr nice. 490 Schaden, 250 Durchschlag oder 340 mit Premium. Und hier, so wie er den Panzer spielt, hat er in dem Fall, in diesem Replay, 8,5 Sekunden Nachladezeit, die Kanone. Also, das kann man schon lassen bei knapp 500 Alpha, so wie er ihn gerade präsentiert. Natürlich gibt es auch mal niedrige Rolls, ganz klar, aber der haut schon den einen oder anderen schönen raus. Drei Treffer schon angebracht, 1000 Schaden schon im Sack. Und hier nochmal der nächste, 471 auf den E50, also macht er jetzt hier sehr schön, spielt den Panzer da jetzt gut aus. Und wie gesagt, gefühlt ist es mehr, ja, also definitiv mehr ein schwerer Medium, würde ich fast sagen, als ein leichter Heavy. Also mit dem kann man da durchaus mal was reißen und auch mal flankieren. Jetzt will er hier hochfahren auf den Hügel, da muss er natürlich aufpassen. Also er wird jetzt für mich, es ist kein Ersatz zum IS-7, also jetzt nicht, dass man sagt, der 5A ersetzt jetzt den IS-7 und das Thema ist durch. Aber er ergänzt, glaube ich, die Tier 10 Heavies bei World of Tanks sehr gut. IS-7 wird ja zwar gebufft, von dem her auch natürlich immer weiterhin der IS-7 als Allrounder definitiv einer der wahrscheinlich meistgewählten. Aber hier, wenn man mal sagt, man nimmt einen Panzer her, der durchaus mal flink sein soll, dann hat man mit einem 50 km/h 5A da definitiv ein Panzerchen an der Hand, der das machen kann. So, leider jetzt mit Auto-Aim nur die Kette gezogen, aber halb so wild. Und jetzt auf den E100, kommt durch den Rauch seitlich dran, prallt hier aber wieder ab. Muss man immer aufpassen. So, jetzt hat er aber den E100 sozusagen hinter sich gelassen, stellt sich da hinter ihm, dass er ihn immer schön hinten drauf kommen kann. Und der war knapp, aber der hat auch noch gut funktioniert. Ich dachte schon, dass der Winkel fast zu spitz werden könnte. 3400 Damage auf jeden Fall schon auf der Uhr. So, jetzt hat er hier unter sich den AMX und das Objekt. Muss aufpassen, seitlich sind auch noch ein paar Panzer. Also da darf er jetzt nicht zu viel Gas geben, denn das kann sich sonst rächen. Fünf zu sieben steht's. Gerade noch ein bisschen den Anschlusstreffer gemacht. Davor war es nämlich noch 4 zu 7. Also, da ist auf jeden Fall noch alles ganz schön eng. So, er fährt jetzt hier aufs Objekt drauf. 462er Hit. 7 zu 7, Ausgleich. Jetzt der T57 Heavy. Und auch hier sieht man, wie gut er einfach da den Antritt hat und wie er da Gas geben kann. Ja, mit Auto-Aim immer klappt es nicht so ganz gut. So, aber jetzt seitlich auf den T57 Heavy, das sollte er doch packen, genauso ist es. 585er Schelle, die war mal satt. Das heißt, mit der nächsten sollte ihn auch wegmachen können.
vorne untere Frontplatte und genauso ist es für 430. Langt es dann da auch. Schöner Schuss. So seitlich jetzt vielleicht auf den, das Objekt. Oh nein, das ist ein bisschen frontal, aber jetzt stellt er sich seitlich hin. Und, oh ja, schön. Natürlich auch die Granaten in einer ordentlichen Geschwindigkeit, dass man da nicht unbedingt viel weit vorhalten muss, sondern einfach drauf und zack, weg damit. So, der 5A. Vielleicht hier auch nochmal seitlich die Treffermöglichkeit. Und auch hier hat man schön gesehen, da muss er nicht weit vorhalten. Das klappt 11 zu 10. Damit gehen sie in Führung jetzt in der Runde. Ah, schön abgestaubter. Den gegnerischen 5A kann man auch mal machen. Sehr gut auf das Objekt hier den Killshot gemacht. Und jetzt gibt es nur noch den TVP, den vermutet er hier hinterhalb. Der war ja zuletzt auf D2 gespottet, aber da ist er jetzt schon und der schießt hier alles, was er kann, der TVP, aber wir sehen, das reicht nicht und jetzt kann er sich den hier schön nehmen. TVP ist jetzt im Reload, erster Sitz, da will er stiften gehen, keine Chance, fährt hier ins Haus, panisch und den nächsten Schuss muss er jetzt noch sitzen und dann hat er den auch weggemacht und dann war es auch in der Runde und genauso ist es. 7408 Schaden hat er gemacht. Und das bei 709 nochmal Unterstützung. Geile Runde, sehr interessanter Panzer. Und ich habe mir das Replay bei What Replays rausgesucht, weil ihr seht, die Leute sind schon geil auf das Ding gewesen. Natürlich würde mich jetzt mal eure Meinung interessieren. Wie findet ihr den Panzer? Wäre das was für euch oder eher nicht? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und neugierig. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.